Ja, servus, ich bin der Wally von Heartless Style. Und heute ist Freitag, der 18. Januar. Und wir machen uns gleich auf den Weg nach Montabaur. Das ist eine schöne Stadt in der Nähe von Koblenz hinten. Und dort findet morgen, also von unserer Perspektive aus morgen, das Finale des SBH Band Contest statt, in dem wir teilnehmen dürfen. Und wir und 12 andere weitere Bands. Und ich habe mir gedacht, ich mache heute mal einfach mal so einen kleinen Vlog, damit ihr unsere Reise ein bisschen verfolgen könnt. Adja! Adja! Der Fabi selber. Ey, Tiri, gell? Another day's been wasted, another town's erasing, another family's lived upon. So are we going to die here? Is this the end of us? And are we going to meet again? When is it coming? When is it going to save us? When are you coming? Fünf oder? Ja. Oh, praktisch. Aber Gummibärchen? Ah, nein. Sogar mit Saft, ey. Und Saft. Vitamine. Glaube ich. Mami! Ja, du geht durch die Pferde. Ey, genau. Übrigens. Wir rufen ja Montabaur, gell? SBH. SBH Band Bundesfinale. Das ist davon ist der Lukas. Mit Waldi. Ja. Und. Du bist der Rainer und du bist Schlagzeug. Ich bin der Rainer und ich bin Schlagzeug. Wir fahren jetzt los. Ja, ich habe in der Fresse wieder gekotzt, ne? Das ist schon wieder nie mehr. Ja, es wird auf jeden Fall ein cooler Traum, wenn man da ein wenig ein Flock und so. Flock? Flock, ja. Ja, aber wird cool. Ja, wir haben auf jeden Fall Bock. Auf jeden Fall morgen. Ziemlich fett. Fett. Ziemlich cooler Auftritt. Ja. Jo. So geschissen. Nein. Dann sag ich noch das Wort. Oh, ich film schon wieder. Ständig am Filmen, gell? Niemals. Ja, passt schon. Das wurde mir so aufgetragen, ich kann da dann gar nichts mehr. Das stimmt allerdings, gell? Wenn wir einen Kanal einstellen, wo? Ja. Wo bist du denn? Einser? Einser, ja. Ey, der, du Pisser. hier ist übergewichtiger Pilot 1.
Hey, wo mal? Wer heißt mit mir nochmal? Carlos Chili Pimmel. Genau. Oben du bist fetter Pilot 1, ne? Chili Pimmel hier. Ja, mei, läuft schon nicht alles um. Den wir haben wohl. Du hast Aura vergessen und du hast nicht gesagt, weil dein Callzeit läuft. Also. Wie hörst du mit mir? Carlos. Carlos Chili Pimmel an übergewichtiger Pilot 1, Aura. Hier ist übergewichtiger Pilot 1, Carlos Chili Pimmel, wie kann ich Ihnen helfen? Over. Fuck. Ich weiß nicht. Naja. Baum? Over? Wo ist der Funk? Ja. Over. Alter, kennt ihr keinen grünen Pfeil? Are you ready? Okay, 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 übergewichtiger Pilot 1, bitte komm her, komm. Hier ist übergewichtiger Pilot 1. Hallo, Carlos Kinnipimmel. Wir sind hier, aber. Also, ich vertraue euch jetzt einmal eine Geschichte. Ich habe einmal zwei Kälte gehabt. Eine hat noch mehr gehalten, der andere hat noch mehr gehalten. Wer hat die Ärzte auch gehalten? Aber. Hä? Wer hat sie gehalten, hä? Also, ich habe einmal zwei Keil gehabt, eine hat nochmal geholfen, die andere nochmal nochmal. Wer hat die erste Keil geholfen? Over. Over, Alter! Was lecker? Was lecker? Zu unserem Tourbus gehen wir jetzt. Ja, man muss nicht sehen. Ich werde No matter.
am meisten schon mal Futter da gewesen sein, weil ich brauche Jäger mal vertragen. Hallo. Guten Abend. Ist der verrückt. Ich weiß ja nicht, ob Sie es schon wussten. Ist wie scheuer oder was? Aber man hat ziemlich wenig Platz. Ich hab die ungefähr schon seit 500 Meter abgefunkt. Ja? Übergewichtiger Pilot 1. Hallo? Und wer ist die Fahrt? Ja, recht angenehm, bis auf das, dass der Rainer so viel Gas gibt, ihr nicht hinterherkommt. Nein, nicht. Rally gibt's Gas. Nein, nicht. Der lügt doch gleich. Hey, sag's. Okay, sag's. Ich glaube, der Grund hierfür ist einfach unsere extrem instabile Demokratie, die wir einfach immer noch nicht das richtige Standbein erfasst haben können, weil einfach immer noch nicht komplette Bevölkerung das machen kann, was möchte. Aber das ist vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht, weil dann könnt ihr jetzt nicht da schnell hinkacken. Erzähl doch mal, was denn überhaupt heute eigentlich. Oder mir heute einmal. Ja, also 296 Kilometer haben wir noch. Jetzt sind wir im Montabaur. Ja, da. Ja, wir haben uns noch eine gescheite Maske kaufen, glaube ich. Oh, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja, und morgen. Da gehen wir natürlich um einige ins Bett, ne, weil. Ist ja klar. Wenn wir da mal fit sein. Und ja, morgen aufstehen, frühstücken. Dann zum SBH-Band. Finale. Bundesfinale. Jo. Und dann? Dann reißen wir mal die Hütten da mal da. Probieren wir's, oder? Und probieren wir die Kacke. Hoffen wir. Hast du die billigen Plätze mit? Ja, bitte! Was sagst du zu morgen? Schaffen wir das? Schaffen wir es nicht? Natürlich schaffen wir das. Schaffen wir, oder? Gehen wir Vollgas. Entschuldigung, jetzt hätte ich den Fahrzeug kaum mehr weggehauen. Hoffentlich, du hast eine Versicherung. Alter, ich sag's immer wieder. Die Noten sind raffiniert. Die nehmen die Kohle an. Was sag ich, dass du mit dem Sonnenuntergang da im Hintergrund echt sexy ausschaut? Das ist ja Sonnenuntergang, ne? Nicht also, du, der Sonnenuntergang. Ja. Also morgen Vollgas, Hütte abreißen und dann glaube ich, machen wir das Ding. Sind zahlreiche Unterstützer nochmal dabei, oder? Jo, kompletter Fanbus wieder dabei, wie immer. Fettes Merci an alle, die mitfahren, die immer wieder dabei sind. Sau geil für euch. Alter, der Audi spinnt, schau ich. Ja, Wahnsinn.
Wunderschön. Und jetzt schauen wir mal, wie es mit dem Zimmer ausschaut. Machen wir mal ein Check-in. Ja, und die anderen, die haben ein kleines Malheur haben die gehabt auf der Autobahn. Die sind ein bisschen hinter uns, 30 Kilometer ungefähr. Ja, und jetzt schauen wir mal. Weil wir machen da so einen Vlog hier. Was macht ihr? Ja, und, ja, wir sind ja, die Band haben das da und wir sind ja da im Bundesfinale von dem Band Contest. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Deswegen. Jetzt bin ich aber richtig rein. Moment. Ich habe ihn ja angerufen, weil wir ja jemanden eingefahren haben, gell? War aber nicht so schlimm, wir sind mal bloß am nächsten Rastplatz hintergefahren. An seinem Auto hast du mir nichts gesehen und am Luki sein Auto auch nichts. Ne? So, fahren wir weiter. Der Luki ist schon voll auf 180. Ne? Der war voll fertig. Ne? So, ungefähr 20 Kilometer weiter. Sehen wir schon auf die Anzeigetafeln Panne. Ne? Ja, scheiße. Ne? War aber nur noch eine Spur frei. Die anderen drei waren gespielt, weil Seitenstreifen haben. Ja, scheiße, gell. Ich schon voll der Stau gewesen. Ja. Ich schon voll der Stau gewesen. Dann fahren wir dann an der besagten Panne vorbei, wo steht ein einziges Auto mittendrin. Ja, das haben wir auch gesehen. Denkst du, ey, schon sehr fix, ne? Und dann hat er so gesagt, hey, ich sag's euch, auf die letzten Kilometer passiert noch etwas, ne? Und dann 300 Meter vor der Ausfahrt, ne? Alter. Steht am Seitenstreifen riesiger ADAC-LKW und hinten dann so ein Lieferfahrzeug. Das Lieferfahrzeug brennt. Ja, das Lieferfahrzeug brennt. Er ist seine erste Reaktion. Ich stelle mich erstmal hinter das brennende Fahrzeug. Dann stehen wir da und wirklich so ein Doppelreifen, weißt du, der kugelt da so langsam an der Autobahn lang und der vom ADAC hat nichts Besseres im Kopf als sofort auf der Autobahn um einander zu springen. Und dann kommt so ein Peugeot 206 oder was das ist, voll dahin gedüst, also mindestens 100 und fährt voll in den Reifen rein. Da hast du die Funken nur noch springen gesehen, gell.
Und alter Scheiße. Und dann stehst du da hinter diesem brennenden Fahrzeug. Weißt nicht, was du da sollst? Der Look eh. Warum bist du da nicht weitergefahren? Ja, sagen wir ja dann auch. Der Look eh schon komplett fertig gewesen. Der war schon fertig mit der Welt. Ist gerade am Morgen. Der hat eh gesagt, nochmal. Du hast eh gesagt, nochmal, wenn du siehst, dann steigst du aus und gehst. Okay. Oh fuck. Also echt. Entschuldigung. Also sowas, was wir jetzt heute auf der Autobahn erlebt haben, habe ich mein ganzes Leben noch nicht an der Straße erlebt, das war halt nur noch krass. Ah, ja, Storytime Ende, oder? Ah. Ja, und Nadine will nichts, oder was? Jetzt bleib ich nochmal da. So, wir sind jetzt in unserem Zimmer. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt ins Bett, aber ich glaube, der Leon ist noch nicht ganz bereit. Aber... aber wir gehen jetzt demnächst ins Bett, lassen den Tag gemütlich ausklingen und dann machen wir uns bereit für morgen. Wir sehen uns morgen dann. So, das war jetzt der erste Teil des Vlogs von dem Wochenende. Unser Anreisetag. Ihr seht schon, wir hatten mords den Spaß. Und wie es dann am Folgetag weiterging, was wir dann quasi alles im Montabaur beim SBH an dem Tag erlebt haben, was unsere Fans erlebt haben, wie es uns dabei ging. Und alles Weitere seht ihr dann im zweiten Teil, der in ein paar Tagen schon folgt. Und ja, bis dahin sehen wir uns.